Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Footbruff-Video. Footbruff Gaming ist back. Heute mit George Best bei Manchester United. Ja, so würde das Team jetzt aussehen, wenn George Best noch dort spielen würde. Ihr kennt das Ganze, ja, machen wir immer wieder mit den Icons. Wie immer, wenn ihr das Ganze noch zu anderen Icons sehen wollt, schreibt rein, wen wollt ihr sehen, welche Icon beim nächsten Mal bei seinem alten Verein sozusagen, wenn er heutzutage noch spielen würde. Wir starten direkt ins Video, bleibt bis zum Schluss dran, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Like, das Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und Glocke aktivieren, um es nicht zu verpassen. Bleibt bis zum Schluss dran, let's go. So, 5-2-2-1-Formation, Geheimformation aus FIFA 18. Besten Drafts gebaut mit dieser Formation. Naja, George Best ist am Start. Naja, nehmen wir den mit. Den Georgie Bestie. Let's go. Weiter geht's mit dem rechten Verteidiger. Oh, Wan-Bissaka, der Menu-Spieler. Wenn George Best jetzt noch bei Menu spielen würde, würde Wan-Bissaka nächstes Jahr der Teamkollege sein von dem guten, alten George Best, Digga. Aber Wan-Bissaka leider nicht zu der Zeit von George Best. Aber ich weiß gar nicht, wann George Best da gezockt hat. Also schon 50 Jahre her oder so. Oder 40 bestimmt. Naja, Wan-Bissaka, 50 Millionen. Eigentlich müsste man mal schauen, was George Best damals gekostet hat. Als zum Vergleich, ey. Wir können mal gleich schauen, Leute. Wenn man erstmal hier den ZM... Pass auf, ich schau mal kurz, ey. Das interessiert mich jetzt mal. Oder war der aus der eigenen Jugend George Best? George Best. Ich guck mal, wie viel der gekostet hat, wenn die den gekauft haben. Zum Vergleich mit Wan-Bissaka. Achso, hier steht's nicht, ne? Der kam... Ah, scheiße, na, der war irgendwo anders noch vorher. Ja, egal, jetzt müsste ich auf... Na, jetzt ist egal. Scheiß drauf. Aber die haben den auf jeden Fall geholt. Also viel bezahlt werden die auf jeden Fall nicht haben. Und dann kommt so ein Wan-Bissaka, wofür die 40 Millionen hinlegen. Was sind das eigentlich gerade für Spieler hier, Alter? Das passt ja wieder komplett saftig. Ich nehme Westwood mit. Check noch gerne meinen Shop aus. Ne? Nice Designs in schwarz und weiß. Als T-Shirts, Pullover gibt es hier, wie ich es anhabe. Ne? So gibt es das Ganze auch. In schwarz und weiß. Als T-Shirts, Pullover, orange, blau und grün. Die vier Camouflage-Farben. Checks aus, Kissen, Tassen, Turmbeutel, wie man nice LED-Lampe. Haben wir auch noch. Und Handyöl. Let's go in vier Farben. Orange, blau, rot und grün. Checkt das mal gerne aus, wenn ihr Bock habt. Außerdem nicht vergessen, gratis Autogrammkarte. Haben wir auch noch. Also, abchecken. Ich danke euch für euren Support. Ab geht's. Mit diesem Innenverteidiger. Oh, David Luiz. Geil. Ja, die Karte ist auch krass, ne? So sah die Karte auch früher aus, mal ohne Scheiß. Naja, nicht ganz so. Aber das Ding ist, das ist ja so eine Rückblickkarte, ne? Und die Karte von David Luiz sah eigentlich nie, also die hatte niemals so Werte. Der hat ja auch nie irgendwie mal einen Trotz gehabt oder so. Der hatte FIFA 13, FIFA 14 immer mal ein paar Informs gehabt. Aber der war ja wirklich nie in echt wirklich richtig, richtig krass. Der war immer so ein mittelmäßiger Innenverteidiger, hat ein paar Informs bekommen, aber der war nie ein wirklich richtig krasser Innenverteidiger. Der war einfach nur so gehypt und so gut, weil er in FIFA einfach mit 83 oder mit 80 oder 81 alle auseinandergenommen hat. Und in echt war der eigentlich immer nur mittelmäßig und hat trotzdem jetzt so eine Rückblickkarte, obwohl er eigentlich nie so Wert hatte. So wisst ihr, was ich meine? Wie gesagt, der hat zwar ein, zwei Informs oder so im Jahr FIFA 14, glaube ich, oder 13. Und darauf beruhen die sich jetzt hier, Alter, auf einer Rückblickkarte. Weil sonst hat er auch immer nur mittelmäßig gespielt in echt, muss man wirklich sagen. Der ist halt so mittelmäßiger Verteidiger. Also gut, ne? Natürlich mittelmäßig höher. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also mittelmäßig gut. Aber kein sehr guter, kein Ramos oder so. Aber die Werte, die der hier auf der Karte hat, das sind ja so Ramos-Werte. Also so war es dann auch nicht. Warum scheiße? Der war halt nur immer in FIFA einer der Besten, weil der einfach overpowered wie sonst was war. Wir nehmen mal Paul Pogba mit. Ja, haben wir die nächste Menükarte. Zack, haben wir hier schon mal unser Menü-Dreieck. Sehr geil. Wenn der Kollege nochmal zurückkommt, wer weiß, Alter. Vielleicht kommt er nochmal für eine Saison, um Menü nochmal aus der Patsche zu helfen. Kommt George Best nochmal für ein Jahr zurück. Wer weiß, wer weiß. Jordi Alba, Halstenberg, Chalaba haben wir auch noch. Tagliga Figo, Alexandro auch noch. Ja gut. Nehmen wir... Ja, ich will Jordi Alba nicht mitnehmen, als er als Trotz gibt. So, ne? Deswegen nehmen wir mal... Komm, wir nehmen Halstenberg mit. Okay, beide Innenverteidiger haben wir noch und den Torhüter haben wir auch noch und die beiden Stürmer haben wir auch noch, nicht zu vergessen. Ab geht's. Stones, Piqué, Marquinhos. Marquinhos und Dings haben wir auch mal zusammengezockt, ne? Obwohl, weiß ich gar nicht. War Marquinhos, weil David Luiz war ja mal, ich glaube, boah, ich weiß nicht, ob der 2 Jahre bei PSG war oder 1. Auf jeden Fall war der bei Chelsea.
oder bei PSG und dann ist er wieder zu Chelsea zurückgegangen. Ich glaube, der war 2 Jahre bei PSG. Aber ich weiß nicht, ob Marquinhos da schon da war. Vielleicht in seinen Anfängen. Ja, da hat dann halt immer David Luiz mit Thiago Silva gespielt. Also ich glaube, Brasilien sag ich schon. Ich glaube, PSG feiert einfach die brasilianischen Innenverteidiger. Okay, jetzt haben sie auch Kimpembe. Aber Marquinhos und Thiago Silva sind ja Stammspieler. Also die feiern die brasilianischen Innenverteidiger. Wir nehmen mal den guten Stones mit. 62 Chemie, klar fürs Erste. Weiter geht's mit... Schon wieder Marquinhos, Alter. Was ist hier los? Digga, 5. Ey, Digga, das ist wie immer, ne? Pinke Animation Innenverteidiger. Das ist immer scheiße wie sonst was. Obwohl, warte mal. Stimmt, Hummels und Halsberg. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Sehr geil. Ich habe... Boah, habe ich letztens gelesen... Halstenberg hatte die beste, also im letzten Jahr, in der vergangenen Saison, die beste Torschussquote, nee, oder Torschuss-Torquote in der gesamten Bundesliga. Halstenberg hat in der letzten Saison 6 Torschüsse gehabt und 5 Tore gemacht. Eine bessere Torschussquote für ein Tor hat kein anderer Bundesligaspieler gehabt. Na gut, hat natürlich auch nicht so oft das Tor geschossen als Außenverteidiger, aber wenn, der hat das Ding gesessen, Mann, dann war das Ding drin. Also 6 Torschüsse, 5 Tore, musst du erstmal machen. Schon eine gute Quote, ja, ohne Scheiß. Kann man machen. Trapp haben wir noch am Start, ist eigentlich mega gut. Alisson wäre auch saftig, bringt uns auf 85, der bringt uns auf 79, aber ist halt viel, viel besser. Und Alisson können wir dann noch als Tots bekommen, deswegen kommen wir, nehmen wir erstmal Trapp mit. Machen wir erstmal so, würde ich sagen, ne? Zack, okay, Stürmer und dann linker Flügel. Können sie vielleicht nochmal eine Icon, also wäre wichtig, eine Icon eigentlich für die Chemie. Aber erstmal Stürmer, oh, Werner. Naja, Harry Kane. Müssen wir eigentlich Harry Kane mitnehmen? Bringt nichts. Bringt nichts für irgendjemand anderes mitzunehmen. Katze hat auch eine gute Karte, mal ohne Scheiß. Sehr gute Karte. Und 4 Stand Skill, 4 Stand Schwachfußen. Auch saftig. Na gut, Stürmer 1,76. Der ist auch, glaube ich, gar kein Stürmer eigentlich. Der ist, glaube ich, sonst linkes oder zentrales Mittelfeld, meine ich. Oder ist der, oder ZOM sogar. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist, glaube ich, nur die Totzkarte Stürmer. Zumindest war der in den letzten Jahren auf jeden Fall, glaube ich, nie Stürmer. Umgewandelt, ne? So muss das Ganze laufen. Ab geht's. Come on. Oh, gib doch mal wenigstens ein... Tja, hätten wir wenigstens ein Icon rausrücken können. Del Piero, der Klassiker. Na ja, gut, wir nehmen Hazard mit. Wo wir schon beim Positionschange sind, weil wir gerade drüber geredet hatten, über Kazi, ne? Und zwar, wir haben ja eben über die Informs von David Luiz gesprochen, das weiß ich noch. Damals, wie gesagt, das war FIFA 13 oder FIFA 14. Da hatte der... Der hat, glaube ich, einen Innenverteidiger-Inform bekommen und dann hat der einen ZDM-Inform bekommen. Ja, und dann war natürlich komplett Eskalation, weil darauf haben alle gewartet und dann wurde er halt umgewandelt. Ne? Und dann haben den halt alle als Stürmer gespielt. Dann wurde David Luiz damals einfach als Stürmer gespielt, weil der Typ halt, was hat er denn hier für Schusswerte? 74? Ich glaube, der hatte damals auch über 80 Schießen oder so. Also den konntest du halt überall einsetzen, ohne Scheiß, weil guckt euch die Werte hier an, Abschluss 62, naja, ich glaube, da hatte der damals noch mehr gehabt. Dann haben den halt wirklich alle als Stürmer gespielt. Und dann hat es halt David Luiz immer als Stürmer. Digga, ohne Scheiß. Jedes Team war Klassiker. Immer als Stürmer. David Luiz drin. Aber naja, so war es damals. Das war noch alte Zeit in meinem Kanal. Es gibt es als Trotz. Warum kommt der als Non-Ware? Genauso wie Alexander Arnold. Dembaba, alter Legende. Warum hat der eigentlich einen Trainingsanzug an? Das ist wieder die große Frage. Alle chillen hier mit Trikot. Digga, kommt ganz entspannt. Denkt sich so, Bruder, ganz lässig, Trainingsanzug. Den rock ich hier von Nike oder was auch immer für eine Marke. Ich habe keine Ahnung. Egal, der wird gerockt wie sonst was. Fährmann haben wir noch am Start. Ja, was sind die für Spieler gerade? Die bringen gar nichts. Die bringen absolut gar nichts. Spielt eigentlich Dembaba noch? Ich weiß nicht, Mann. Vielleicht hat er aufgehört jetzt mittlerweile. Wo könnte ich noch Hoffenheim damals? Ey, das war noch... Wo Hoffenheim aufgestiegen ist, ey, das war noch Zeiten, Mann. Hoffenheim ist ja durchmarschiert. Von der 4. glaube ich, in die 3., in die 2., in die 1. Ich glaube, die sind 3 oder 4 Mal hintereinander aufgestiegen. Und dann waren die ja in der ersten Bundesliga-Saison. Boah, das ist auch schon bestimmt 5 Jahre her. Waren die ja direkt zur Hälfte der Saison, waren die auf Platz 1. Ja, das, oder? Ich glaube sogar am letzten Spieltag. Boah, das war noch geil, Mann. Das weiß ich noch, ey. Was ist hier heute für eine Flashback-Folge? Das war am letzten Spieltag. Ging es, glaube ich, um Platz 1 zwischen Bayern und Hoffenheim. Und dann hat Bayern, glaube ich, knapp gewonnen durch ein 2-1, glaube ich, in der 90. Minute oder in der 89. von Luca Toni. Ey, das war noch Zeit, Mann. Ohne Scheiß. Da wären die fast direkt Herbstmeister geworden. Da hatte Vedad Ibisevic, Digga, der hat in 18 Spielen, glaube ich, damals 20 Tore gehabt oder so.
Oder in 17 Spielen. In 17 Spielen hat er, glaube ich, 19 oder 20 Tore gemacht. Und dann hat er sich verletzt. Ich weiß nicht, gegen Bayern oder ein Spiel vorher hat er sich verletzt. Und hat sich einen Kreuzbandriss geholt. Ist für den Rest der Saison ausgefallen. Und dann ist Hoffenheim mehr oder weniger in der Rückrunde eingebrochen. Ich weiß nicht, welcher Platz sie am Ende geworden sind. Keine Ahnung. Aber ich glaube, unter den ersten 5 waren die trotzdem. Das war schon krass, wo die damals durchmarschiert sind. Aber da hatten die auch noch Spieler. Da hatten die wieder Dembaba, hatten die noch. Wen hatten die noch? Roberto Firmino. Damals auch noch da gewesen. Im Mittelfeld, wie hieß der noch? Luis Gustavo auch noch, der bei Bayern dann danach war. Aber noch einen anderen. Robert, nee, wie hieß der andere noch? Boah, ich weiß nicht mehr. Alter, was ist das für eine Flashback-Folge hier gerade, Alter? Ohne Scheiß. Absolute Flashback-Folge hier. Da hatten wir echt eine gute Mannschaft. Naja, was soll's. Jetzt kommen wir mal wieder zum aktuellen Geschehen hier. Naja, gut. Haben wir eigentlich irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht... Ich hoffe mal wirklich nicht. Haben wir irgendwie eine Manual-Karte verpasst? Das ist ja die gute Frage. Ne? Ich war jetzt gerade so im Redeflow, dass ich gar nicht mehr richtig drauf geachtet habe. Ich hoffe, ich habe keine Manual-Karte verpasst. Wir nehmen Havertz mit, 95er. Saftig. Kann man machen. Da müssen wir schauen, wird schwer noch auf 100 zu kommen. Es sei denn, wir kriegen noch einen... Na gut, wenn Premier League-Torwart haben, dann kriegen wir das Ganze hin. Da Neres haben wir noch am Start und Philipp Andersson. Nehmen wir Neres mal mit. Letzten drei Spieler des Teams. Let's go. Oh, Jordi Alba, nice. Nice, bringt uns zwar nichts, aber 94er, immerhin. Immerhin 94er. Ist auch saftig. Sortier mal ganz kurz hier, zack. Aber bringt ehrlich gesagt nicht viel. Um ehrlich zu sein, bringt es gar nichts, was wir hier gerade sortieren. Naja, okay. Sich das heftigste Team, 91er Wertung. Naja. Kimmich und Lala haben wir noch. Kimmich mit. Okay, letzter Spieler des Teams. Let's go. Gönn nochmal einen Torwart. Besten Premier League. Ja, wir haben sogar noch einen Premier League. Rui Patricio. Das Ding ist, wenn wir den jetzt mitnehmen, ins Tor stellen und Stones Innenverteidiger, weiß ich nicht, was dann... Oh, doch, das bringt sogar was. Ja, nice. Dann können wir auch hier Jordi Alba hinstellen. Zack. Und dann... Das Ganze einigermaßen in Ordnung, aber wir sind... Kommen wir nicht mal auf 91 hoch jetzt? Was ist das denn hier? Ey, ich fass es nicht. Naja, das war's doch, Leute, von diesem Draft. Wir schauen, wir müssen noch 2 Chemiepunkte rausholen. Ach komm, oh nee, wieder nur einer. Das war's, Leute, von diesem Draft. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts dazu erfassen. Checken wir gerne meinen Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirt, als Pullover. So gibt's das Ganze, ebenfalls in schwarz und weiß als T-Shirt, als Pullover, orange, blau, rot, grün. Ihr wisst es, in allen 4 Farben, Kissen, Tasten, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir am Start. Und Handyhüllen ist es in Orange, Blau, Rot, Grün. Checkt's gerne aus. Gratis Autogrammkarte gibt's auch noch dazu. Also abchecken, wenn ihr Lust habt. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.